Bitte, bitte nicht verhungern. Bitte, hier, nehmen Sie diese Blume. Gegen die sind Sie zwar allergisch, aber wenn Sie sie essen, dann fühlen Sie sich bestimmt besser. Und da, noch ein Stein. Der verhindert zwar nicht, dass du verhungerst, aber hey, komm, erfüll den Magen. Es ist ein völlig anderes Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve. Wir dürfen wieder mal nicht verhungern. Ich habe ausnahmsweise mal eine eigene Survival-Welt angefangen, so offscreen, ja, wo ich ganz alleine spiele, ohne dass ich die ganze Zeit dazu quatschen muss, einfach damit ich ernsthaft Steine sammeln kann, Äste sammeln kann. Das macht total Spaß. Wir starten jetzt hier bei neues Game, ebenfalls mit dem neu freigeschalteten Charakter, und das hier ist The Strong Man. I'm mighty. No one is mightier. I am the mightiest. Mightyception. Er hat eine höhere Gesundheit, einen größeren Magen, den man füllen muss, und er haut härter zu. Der Wolfgang. Ja, ist der Wolfgang. Dann nehmen wir den nochmal und starten einfach in eine neue Welt. Ha, die Sonne, die Blümchen, die Häschen, die Bäume. Warum gibt es eigentlich nur Tannen im Spiel? Da hat wohl jemand den ganzen Laubwald vorher schon abgefällt. Ich bin gespannt, wo wir diesmal landen. Und ich lasse diesmal den Mauszeiger nicht mit aufnehmen, weil das Programm ist so doof dafür. Hey Arschloch, du siehst scheiße aus, Mann! Ja, du findest mal besser was zu essen, bevor die Nacht kommt. Also, eigentlich sollte ich vorher erst was zum Anzünden finden. Den Stock zum Beispiel, den kann man anzünden. Und den Stock auch. Und hey, da sind gleich Karotten und Gras und Spinnen. Toll. Wow. Und Bienen. Wobei die Spinnen, das ist gar... Nein, nein. Die Spinnen, das ist gar nicht mal übel. Vorsichtig drum rumgehen. Weil die Spinnen, die können wir dann prügeln und kriegen vielleicht ein Netz. Mal nicht so nah rangehen. Vorsichtig, Wolfgang. Wir wollen doch nicht, dass du dir wehtust, wenn dir so eine kleine Minispinne in den Arsch zwickt. Moment, die kommen nachts raus, ne? Also weit weg von hier sein. So, jetzt habe ich erstmal Bären gesammelt. Rachel, 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 Rachel. Das ist super. Meine Biene, hallo. Tust du mir was? Hallo, 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 hallo. Nerv ich dich, nerv ich dich, nerv ich dich, nerv ich dich. Ich nehme meine Blume mit. Aber ich glaube, das könnte den Bienen nicht gefallen, wenn wir so viele Blumen mitnehmen. Ich schätze mal, da unten ist nur eine Sackgasse. Ist ja Sackgasse. Ja, Sackgasse. Ach, wie schön er läuft. Guckt euch das an. Das sind keine Bienen. Die haben... Was ist das? Das macht mir Angst. Ich will hier weg. Oh, ein Stock. Ah, Stöcke, Stöcke. Alles meine. Ich brauche Steine. Das ist viel wichtiger als so ein Stock. Was nützt uns Essen? Was nützt uns Gras, wenn wir in der Nacht im Dunkeln verrecken? Weil ich nicht... Weil ich weiß auch nicht. Oh, ein Wurmloch. Was passiert eigentlich nochmal, wenn wir in ein Wurmloch springen? Ich habe das jetzt noch nicht ganz verstanden. Hallo. Ui. Wuhu. Ich komme auf einem anderen Planeten wieder raus, ha? Huh? Anscheinend. Tatsache. Und hier sind auch Steine. Merken wir uns mal, dass du hier durch ein Wurmloch... mein Stein. Dass wir durch ein Wurmloch die Möglichkeit haben, ein anderes Gebiet zu erkunden. Das habe ich beim ersten Mal nicht ganz begriffen. Da war ich verwirrt und verängstigt und hungrig. Und Moment, wir sind immer hungrig. Also noch mehr Bienen. Ja, ist ja schon mal toll, dass ich mir schon mal eine Axt machen kann. Und noch mehr Berries kriege. I really like the berries. I want all the berries. And give me all the sticks on the grass and the mushrooms. Shrooms, shrooms, shrooms. Und natürlich hier oben die Seeds. Da haben wir ja festgestellt, die können wir einpflanzen. Aber erstmal zerstören wir die Natur. Stirbt Natur. Ah, ich hasse die Natur. Ah, muss sie vernichten. Ah, Zivilisation. I have prevailed. Du stehst mir im Weg. Ich will jetzt die Kamera nicht drehen. Geh weg. Danke. Ja, wäre auch sehr schön, wie fail ich versucht habe, mir so eine Art Haus zu bauen, bis ich festgestellt habe, oh, in dem Spiel kann man sich gar kein Haus bauen. Also zumindest nicht so richtig. Ja, egal.
Los, lass dich kleiner hacken. Los, wird schon. Ich will endlich Eisen haben. Dann könnte ich mir bestimmt auch eine Eisenspitzhacke craften. Und dann gehe ich in die Nähtal. Verdammt, falsches Spiel. Ja, mehr Gras, ey, geil. Ne, falls ich mal wieder Hunger haben sollte, drehe ich mir daraus einfach einen Joint. Oh, ich kann mir schon eine Falle machen. Excellent. Yeah. It's a trap. Yeah. It's a trap. Und er fällt trotzdem drauf rein. Oh. Jetzt wird dunkel und dann ist der Hase natürlich spontan weg. Oh, es wird sehr dunkel. Hm, jetzt habe ich kein Kaninchenfleisch zum Abendessen. Bullshit. Still, da muss jetzt mein Frust an dir auslassen. Ah! Hm, Holzblöcke. Wunderschön. Pflanzen wir doch hier gleich mal ein paar Bäume. Da sind noch mehr Steine. Das sind gleich meine Steine. Vielleicht treffen wir noch ein paar Schweine. Dass ich darauf noch mehr reime. Jetzt sind es seine Steine. Das sind aber feine Steine. Oh, noch mehr Karotten. Oh, grüne Pilze. Die sehen weniger giftig aus als die roten. Hm. Wahrscheinlich so Instant-Death-Pilze. Pilze. Wenn ich da nochmal ins Mikrofon puste, dann kann ich den Popkill auch wegmachen. Das bringt nichts. Oh, Honey, es wird dunkel. Bau dir ein Lagerfeuer. Ja. Mach doch nicht so eine Hose hier. Ich glaube, ich mach das hier oben. Hier ist doch ein schöner Platz, du. Hier. Schade, ich hab nicht genügend Steine. Ja, dann baue ich mir halt mein Lagerfeuer hier hin. Und grill mir einen Pilz. Hm, was macht der? Oh, das ist gut fürs Gehirn, aber schlecht für die Gesundheit. Aber er lässt mich weniger verrückt werden. Was eigentlich mit denen? Wahrscheinlich kann ich mir so eine Pilzsuppe machen. Der ist gut für die Gesundheit, aber schlecht fürs Gehirn. Plus minus null. Das war ja erfolgreich. Kochen wir uns ein paar Samen. Mh, lecker gegrillte Samen. Toll. Aber die machen auch den Magen voll. Huch, bist du gerade spontan gewachsen? Na, dann musst du jetzt sterben. Ah, Vernichtung der Natur. Oh, noch mehr Samen. Super. Ich baue mir jetzt genau hier einen Baum hin. Hallo, Günther. Och, scheiße, nicht auch in dem Let's Play. Aber auf wen? Du fällst mich aus Versehen. Nein, ich werde dich aus Versehen anzünden. Na, Och, so ein Böckmist. Och, jetzt bin ich ja noch so klein. Da fühlt man sich aber überhaupt nicht sicher. Geh mal weg mit deinem Feuer da. Och Gott, wird das dunkel. Hilfe. Och Gott, nee. Kannst du das Feuer nicht doch ein bisschen näher? Nee, jetzt musst du damit leben, dass das Feuer ganz weit hinten ist. Och Mensch. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Günther, der Baum. Yay. Jetzt bedeutet das, er wird mich auch in diesem Let's Play voll labern. So, was können wir sonst noch irgendwas herstellen? Eine Spitzhacke, das ist doch schon mal ein Vorteil. Eine Falle haben wir ja schon hergestellt. Eine Fackel brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ey, hör auf, ins Feuer zu treten. Ist das jetzt zu viel Feuer? Nein, Wolfgang sagt, es ist gutes Feuer. Gutes Feuer, braves Feuer, liebes Feuer. Mach Sitz, Platz. Bleib. Was? Ein Grasanzug. Nee, will ich noch nicht. Ein Grashut. Ja, eines Tages vielleicht. Wir müssen Gold finden, Kinders. Gold. Und tote Kaninchen finden. Ich meinte, also, ja, wir finden natürlich tote Kaninchen. Dass die sterben, damit haben wir rein gar nichts zu tun. Nein, 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 nein. Ich habe das Bedürfnis, mein Inventar zu sortieren, aber irgendwie ist das auch so suboptimal. Los, wird jetzt Tag! Ich bin der Biberbutze, man rauf im Kreis herum, fidibum. Ich rödel mich und schödel mich und werf mein Säcklein hinter mich. Ich bin der Biberbutze, man da. Cool, er ist schon verrückt, bevor er verrückt wird. I'm going crazy. I'm getting crazy right now. Yay, it's daytime. Oh, Samen. Oh, Saplings. Oh, noch mehr Samen. Guten Morgen, Günther. Guten Morgen. Ich hab ganz viele gruselige Sachen in der Dunkelheit gesehen, du. Sogar im Meer. Da waren gruselige Sachen, das sag ich dir. Ach, das bildest du nur ein. Oh, jetzt fällt's ja noch ein Kollegen. Ja, der war eh nicht der Tollste. Was war das? Was ist eigentlich diese Musik, die immer nochmal so plötzlich kommt? Gut, dass wir so viele Kaninchenbauten haben.
Können wir vielleicht noch so ein paar Kaninchen bitch slappen? Ich meinte kloppen, ich meinte freundlich begrüßen, ich meinte ihnen Hallo sagen, ich meinte auf eine sehr charmante Art und Weise mitteilen, dass sie in meinen Magen gehören. Wo geht's da lang? Hallo? Oh, Glitzer! Oh, Glitzer! Wenn's da glitzert, soll man da buddeln oder was? Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Oh, oh, ein Weg. Wege sind gut, da läuft man schneller drauf. Ja, ja, ich bin ja lernfähig. Ich habe gelernt, dass man auf bestimmten Wegen besser sich fortbewegen kann. Was steht hier? Wege. Fortbewegung. Oh, oh mein Gott. Das finde ich gleich zu Anfang. Diese Runde wird gut. Ich spüre es. Ich habe das im Urin. Was? Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Doch. Gib mir dein Auge. Deine schönen Augen. Hallo, Wuffi. Oh, hi. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Laufen wir ein bisschen in die Richtung. Ich wollte eigentlich Häschen fangen. Wir müssten eigentlich dringend Häschen fangen. Aber ich wollte mich dann doch gerne nochmal da umsehen, wo ein paar mehr Büsche sind. Ja, Bären und so haben wir erstmal... Oh, puh. Bären haben wir eigentlich erstmal genug. Axt, nicht, ja, Baum. Hat er sich gegen mich gewehrt? Huch! Spontaner Wachstum. Nee. Hau ab, Vogel! Das ist mein Revier! Pinkel nicht an meinen Baum! Okay. Die Moloch-Taktik klappt halt nicht überall. Folge mir, mein kleiner Freund. So, wo sind denn jetzt mal Kaninchenlöcher? Nein, hier sind Bienen. Nein, 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 nicht die... Oh, da sind Frösche. Ja, Frösche sind ja bestimmt auch cool, so zum Prügeln oder so. Aber wir können da angeln. Wir können dann zurück zum Spinnennetz, das Spinnennetz kloppen. Und dann können wir uns eine Angel machen. Und wenn wir die Angel haben, dann können wir angeln. Und wenn wir die Angel können, können wir Fische so aus dem Wasser holen. Und die kann man auch kochen. Oder roh essen als Sushi. Hm. Wenn hier Sushi machen kann. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück nach Hause. Da war ein Kaninchennester. Ich weiß es ganz genau. Oh, wir könnten übrigens mal... Hey, Chester. Oh, verdammt. Jetzt fängt auch noch an zu regnen. Hier, Chester. Hier, Chester, take this. It's dangerous to go alone. Take this. Wo waren jetzt die Kaninchen? Ey, Kaninchen, ich fühle dich voll nicht korrekt von dich. Dass du dich versteckst. Da oben habe ich gewonnen. Da oben muss schon auch sein, die Kaninchen. Hallo, Hase. Gleich hier wieder Probleme, weil ich schon wieder dunkel. Da ist eine Kaninchen. Hallo, hier, da drauf. Hallo, Kaninchen, gehst du da rein? Chester, komm her. Los, Chester. Böser Hund. Oh, Mist. Mann, ist das laut. Nee, reg mich nicht an, Mann. Ob das noch klappt, eins von denen da zu kriegen? Nicht erschrecken. So. Ja, lauft in meine Falle. Lauft in meine Falle. Ah! mein Kaninchen, meins, meins. Ui, oh fuck. Stirb, stirb. Meins. Oh oh, es donnert. Hoffentlich werde ich nicht... Hallo Günther, oh, du bist ja schon gewachsen. Jo, naja, wenn man das wächst, dann... Ich hab ein Problem. Ach, Chester, du hast doch das Gras. Ja, jetzt regnet es. Es ist ein bisschen suboptimal so. Ich hätte gerne noch Steine gefunden. Fuck. Ich stelle trotzdem mein Lagerfeuer auf. Ein bisschen näher bei Günther, damit er sich nicht gruselt. Kochen. Und kochen. Und kochen. Mmh, noms, noms, noms. Hasenkeule. Mmh, nom, nom, nom. Hasenkeule. Was kann ich dann noch essen? Ich kann noch ein paar Samen essen. Da, da sind wir hier. Hallo? Meine Haut. Verpiss dich. Na, Chester? Hast du auch ein paar Samen? Brauchst du auch was zu essen? Ich glaube, du ernährst dich von dem, was ich da rein... Oh, oh. Hoffentlich nicht. Mmh. Nom, nom, nom. Lecker. Okay, ein bisschen sortieren wieder hier bringt mir wahrscheinlich nichts, weil das eh bald wieder alles im Chaos endet. Ich kenne das doch. Oh, da sind ja noch mehr Samen. Was hast du noch alles dabei?
Ich pack mal bei dir nur... Was pack ich da bei dir mal rein? Ich pack schon mal nur diese Sachen bei dir rein, als Reserve, falls ich... Du kommst ja sowieso mit. Und ich pflanze noch ein bisschen drumrum, ne, Günther? Ein paar mehr Bäume könnten wir vertragen. Ja, ja, meine Kollegen alle, die warten auch, ja, reden die alle noch mit uns. Stell dir das mal vor, du. Das wäre gruselig. Ein sprechender Baum reicht. Ja, die müssen ja nicht gesprächig sein. Ist ja nicht jeder so wahnsinnig wie du. Hast du mich gerade verrückt genannt, du? Nein, nein, das... Geht weg, ihr Vögel, da runter von meinem Rasen. Aber ich meinte, du bist definitiv verrückter als ich. Moment mal, du sitzt hier alleine auf einer Insel mit einer Axt in der Hand, einer Truhe, die da häschelnd hinterherläuft für Selbstgespräche und gehst zunehmend verrückter, weil deine geistige Zurechnungsfähigkeit sinken tut. Wer von uns ist verrückter? Du, weil du nur in meiner Einbildung existierst. Ach so, scheiße.